Der Kampf mit dem Lindwurm. In uralter Zeit, als die Gegend um den Wörthersee noch Sümpfe und Urwälder bedeckten, hauste in dieser Wildnis ein schreckliches Untier. Es war ein ungeheurer grüner Lindwurm mit einem Schuppenpanzer und weiten Flügeln. Jahrelang hielt der Drache das Gebiet in Angst und Schrecken. Weder Mensch noch Tier waren vor ihm des Lebens sicher. In dieser Not forderte Herzog Karast, dem das Land untertan war, seine tapfersten Vasallen auf, den Kampf mit dem Lindwurm aufzunehmen. Doch vergebens. Die Mutigsten zitterten vor diesem Wagnis, denn keiner noch, der sich in die Wildnis begeben hatte, war jemals wiedergekommen. Da baute der Herzog am Rande des Sumpfes einen festen Turm, damit aus dessen Fenstern das Untier beobachtet werden könne. Zu gleicher Zeit erließ er einen Aufruf, in dem er jenem Kühnen, der den Lindwurm töte, das befreite Land um den See versprach. Dieser hohe Siegespreis lockte ein Häuflein von Knechten herbei, die mutig zum Kampf auszogen. Zuerst beobachteten sie eine Weile das Untier vom Turm aus, dann gingen sie besonders schlau zu Werke. Sie banden eine Kette, die mit einem starken Widerhaken versehen war, an einen mächtigen Stier und trieben diesen in den Urwald. Es währte nicht lange, da brauste es im Sumpf und wie ein Pfeil schoss der riesige Lindwurm daher. Er grub seine spitzen Krallen in den Bauch des Rindes, riss den Rachen weit auf und verschlang den Stier. Doch als der Wurm das gekrümmte Eisen im Maule spürte, brüllte er vor Schmerzen schrecklich auf und schlug mit seinem gewaltigen Körper um sich. Nun sprangen die Knechte rasch hinzu und hieben mit Keulen auf den Drachen los. Er bäumte sich noch einmal hoch auf, fiel zu Boden und verendete. An der Stelle, wo der Drachenkampf stattfand, entstand ein friedliches Dörfchen. Und wo sich der Turm erhob, baute der Herzog ein Schloss. Aus dem Dorf und dem Schloss aber wurde im Laufe der Jahrhunderte das freundliche Städtchen Klagenfurt, die zum Andenken an den Kampf mit dem Ungeheuer den Lindwurm samt dem schützenden Turm in sein Stadtwappen aufnahm. Das war die Geschichte Der Kampf mit dem Lindwurm.